begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Vorstandes der Sportotto-Gesellschaft. In diesen 85 Jahren hat die Sportotto-Gesellschaft rund 2,7 Milliarden, Sie müssen das auf der Zunge vergehen lassen, 2,7 Milliarden an den nationalen Sport ausgeschüttet. Diese Grundidee, dass das Geld direkt an den Sport fließt, die war von Anfang an da und die ist bis zum Ende geblieben. September 2023, Finissage Sportotto Gesellschaft Schweiz. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, guten Abend, grüezi miteinander. Wir haben wirklich alles zusammen diskutiert und seither wirklich gemeinsam Romance. Die Tessiner Freunde und wir haben an einem Strick gezogen und von dem her sehe ich das Positive aus diesen Diskussionen. Aber wir haben konstruktive Lösungen immer gefunden. Wenn es den ganzen Tag an Schüli geregnet hat, so als ob es nicht mehr hören wird. Über den Gotthard fliegen Bremen, ja fliegen Bremen, die reiben Bremen, wenn sie über den Gotthard sind, dann sind sie Wo dieser Mann auftaucht, fliegen ihm die Herzen der Menschen zu. Begrüßen Sie mit mir den äußerst jung gebliebenen Altbundesrat Delf Ogi. Ich bin sicher viermal nach Basel gepilgert und habe versucht zu überzeugen. Die Schweiz könnte morgen die Olympischen Winterspiele durchführen. Ist alles vorhanden. Du hast mir am Telefon gesagt, das ist das einzige Exemplar, das du noch hast. Das stimmt, ja. Hast du selber auch gespielt? Ja, ja. Those were the days, so yes, those were the days. Hey! Mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs, les amis du Sport Auto et des Loteries Suisses, nous sommes très heureux de partager avec vous cette soirée ici à Bâle. Das geht auch in Zukunft so weiter, dass unsere Nachfolgeorganisation, ich sage mal, das Gleiche umsetzen kann wie wir. Aber letztlich war eigentlich immer der Sport im Vordergrund, die Sportförderung. Und da sind wir alle, die hier sind. Wir sind Sportfan, unterstützen es nach besten Möglichkeiten. Darum hat es immer wieder Lösungen gegeben. Wir haben lange Jahre und da haben sehr viele von euch allen, die hier sind, mitgewirkt. Wir haben eigentlich sehr viel erreicht und ich bin sehr zufrieden. Ich kann morgen aufhören. I could drag you from the ocean. I could pull you from the fire when you're standing in the shadows. I could open up the sky and I could give you my devotion until the end of time and you will never